Diese Räume hier können Urlauber mieten. Im Dachgeschoss hat sich Werner Liebchen sein eigenes Reich geschaffen. Ich erinnere mich noch genau, als ich die ersten Male hier war. Das Dach bestand nur aus ganz dünnen Hölzern. Überall regnete es durch, überall standen kleine Wasserbottiche, wo das Wasser aufgefangen wurde. Und ich saß die ersten Male immer hier oben an dieser Gaube. Alles war dunkel, die Fenster gab es so noch nicht. Und habe mir vorgestellt, ja, das wird mein Raum, mit dem ich leben möchte, den ich mir so ausbauen möchte. Und ja, das ist so mein Traum, den ich mir verwirklichen konnte. Mit allen Fehlern, die man auch macht während der Bauarbeiten. Aber das ist eben jetzt mein zweites Zuhause. Der schöne alte eBay-Schrank, dort ersteigert. Kommt eigentlich vom Schloss Hohenzollern. Ist hinten noch ein kleines Kennzeichen drauf, Prinzessin von Hohenzollern. Das Spannende ist natürlich, dass in diesen ganzen alten Flaschen sind noch die Originalgewürze oder hier unten die Originalkräuter, was man auch immer mal sich anschauen möchte. Es ist noch vorhanden. Werner Liebchen hat es geschafft und aus dieser Mühle etwas ganz Besonderes gemacht.